das müsste schon Jetski-Level sein, ne? Ja, Making Waves. Können wir dann auch direkt alles holen? Schön. Okay. Ach, ja, stimmt. Steuerung aus der Hölle. Da war ja was. Da war ja was. Wann haben wir eigentlich angefangen zu zocken? Also ich glaube, ich habe um 3:30 habe ich den Stream angemacht. Ich glaube, gegen 4 habe ich angefangen zu zocken. Das heißt, wir hätten jetzt noch ein bisschen weniger als 3/4 Stunde. Achso, fällt mir gerade ein. Ihr seid ja jetzt ein paar Leute hier. In the Chat, in the Zuschauerschaft. Hallo? Was war das denn? Zot, hallo. Und zwar habe ich mir auf YouTube eine Playlist erstellt mit in Anführungszeichen Regenmusik. Also so Musik, die sich nach Regen anhört. Also die man hören kann, wenn es regnet draußen. Da ist unter anderem Horikus. Okay. Seit wann gibt es dafür ein Level, wenn man den Schifffahrer, Bootsfahrer kaputt macht? Ich wusste gar nicht, dass man den überhaupt kaputt machen kann. Fallen euch zufällig gerade irgendwie Titel ein, die sich nach Regen anhören? Also wie gesagt, Horikos von Spyro 2. Ich habe da, glaube ich, bisher nur 3 Lieder oder so drin. War da, glaube ich, noch irgendwas von Final Fantasy, was ich da reingepackt habe? Ach stimmt, die Overworld-Musik von Final Fantasy 8. Also die World-Map-Mucke. Die hört sich auch so nach Regen an irgendwie. Also alles, was so... Scheiße. Was irgendwie auch so ein bisschen Richtung Strandmusik geht. Also das hier ist jetzt schon wieder zu energetisch. Weil die Worldmap-Mucke von Final Fantasy 8, die klingt halt wirklich auch so nach Strand, aber auch irgendwie nach Regen. Deswegen habe ich die da mit reingepackt. Und falls euch da jetzt noch was einfällt, was ich da mit reinpacken könnte, würde mich das sehr freuen. Yay! Okay. Das ist eine schwierige Kategorie. ich müsste mir eigentlich auch mal eine Weltall-Playlist machen mit Musik, die nach Weltall klingt. Weil da gibt es nämlich so einiges. Eigentlich so ziemlich alles von Muse. Nur das Problem ist, wenn das keine Videospielmucke ist. Weil sowas halt oft weggestrikt wird. Ich habe eine Playlist mit, die heißt Gute Musik, und da sind so viele Lieder, die in deinem Land nicht verfügbar oder vom User gelöscht oder gesperrt und bla und blub. Und das Blöde ist, man weiß halt nicht, was das vorher war.
weil dann würde ich mir einfach ein anderes, also einen anderen Uploader davon suchen und wird das einfach wieder in die Playlist packen. Aber, ja. Naja. Doch, wir müssen jetzt hier erstmal gegen... Aber Regen habe ich noch nie als Kategorie wahrgenommen. Naja. Nein, also ich finde, Strand und Regen geht beides in so eine einigermaßen ähnliche Richtung irgendwie. Also das eben, das war jetzt zu... Also das hat sich nicht nach Regen angehört. Also es kann von mir aus sich auch nur nach Regen anhören, aber wenn es so einen leichten Strand-Touch, einen Strand-Touch drin hat, ist das nicht schlimm. Beispiel World Theme Final Fantasy 8. Ich hatte eben gerade noch irgendwas im Kopf. Ich muss mir mal den Soundtrack von Donkey Kong anhören. Da ist bestimmt auch noch was mit bei. Oft sind auch so... Muss es aus Videospielen sein? Ja, schon gerne aus Videospielen. Weil irgendwie verbinde ich damit mehr. Auch wenn ich das Spiel nicht kenne. Ich bin jetzt auch nicht kein mega Final Fantasy 8 Kenner. Ich habe es noch nie selbst gespielt, aber irgendwie verbinden tue ich ein bisschen was mit dem Spiel. Also an sich kenne ich es schon, weil mein Cousin hat das damals ziemlich viel gezockt und ich habe dabei immer zugeguckt. Aber es ist halt ein Videospiel. Auch wenn das irgendein Spiel wäre, was ich nicht kenne, verbinde ich halt trotzdem irgendwas damit. Vor allem, wenn es dann auch PlayStation 1 ist oder so. Deswegen wäre mir am liebsten aus Videospielen. Wie gesagt, Donkey Kong muss ich da mal reinhören. Da ist bestimmt einiges dabei. Vor allem auch aus Country Returns. Da ist bestimmt auch ein bisschen was dabei. So, Tiny Tiger. Da wollten wir jetzt gucken, ob wir das mit dem Käse hinkriegen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber musste sich, glaube ich, nur unten links in die Ecke stellen. Coco, hübsche Kristalle gestohlen. Tiny zurücknimmt in Gladiatoren-Arena. Ja, die Unterwassermusik wird wahrscheinlich passen. Ich muss da nochmal reinhören. Nee, es war, wenn die Löwen kommen, ne? Geht das? Oder haben sie das rausgenommen? Ich weiß es nicht. Man konnte sich... Oder war das hier drüben in die Ecke? Man konnte sich irgendwo in die Ecke stellen. Da hat das, haben die Zuschauer Käse geschmissen, meine ich mal. Oder war das im dritten Teil? Vielleicht war es aus Monkey Island. Das hat ja was mit Strandthematik. Ja, das kann auch schon sein, dass das schon wieder zu strandig ist. Also dass das halt zu sehr in die Richtung von zum Beispiel Making Waves geht. Aber da gucke ich auch mal rein. Ich muss mir das dann gleich nur aufschreiben, weil sonst vergesse ich das wieder. Weil mein Gehirn ist ziemlich wie ein Sieb eigentlich. Da bleibt hier und da mal nur was hängen, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist. Zum Beispiel irgendwelche Termine, die ich in der Woche habe. Aber die schreibe ich mir auch alle auf, weil das Risiko zu hoch ist, dass das auch noch durchsickert. Was kriegen wir denn hier? Doppelsprung? Nee, Bauchplatscher, ne?
Drücke für einen stärkeren Bauchklatscher X zum Springen und drücke dann an der Spitze des Sprungs Kreis. Da habe ich schon Crash on the Run aufgeschrieben. Könnte man vielleicht hier reinspringen. Dann schreibe ich mir jetzt noch Monkey. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. So, Donkey Kong und Donkey Kong Country Returns habe ich jetzt noch aufgeschrieben. So, Making Waves. Wollten wir jetzt noch das Zeitrelikt holen? Mal gucken, wie das läuft. Wieso musst du uns immer ein Dorn im Auge sein? Wer? Was? Wo war ich? Oh, Tiny war ein guter Kerl. Er hat zwar alles und jeden gehasst, aber er hatte dennoch ein gutes Herz. Sei in Zukunft bitte freundlicher zu meinen Handlangern. So. Ja, mal gucken, wie das wird. Also hat man das Level immer noch so ein bisschen im Kopf. Wenn man das schon kurz vorher mal gemacht hat. Oh, ich glaube, ich mache mir echt noch so eine Space-Playlist und eine Sommer-Playlist mache ich mir auch noch. Muss ich mir mal aufschreiben. Das war knapp. Da ist auf jeden Fall für beides einfacher zu finden, die Musik, als für Regen. Oh, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Run gewesen. Kann das sein? Das war nur Gold. 57. Jetzt will ich aber mal wissen, was Platin ist so. Achso, muss ich mir noch aufschreiben hier. Space. Und Sommer. Sie hieß Sommer. Ja, ist okay, Coco. Ja, gut, das war ja ziemlich nah dran. Das hätte man auch noch rausholen können für Platin. Gut, dann hätten wir hier... Entschuldigung. Soweit alles, was wir holen können bis jetzt. Das andere ist nur Rennen mit Crash und dafür brauchen wir die Rennschlappen. So. Orientalischen Level. Wir kommen. Aber erstmal G-Wiz. Oh, ich freue mich schon auf Dingodile. Ich liebe Dingodile. Dingodile ist cool. Das ist eigentlich so mein Lieblingscharakter. From the Crash Universum. Universe. Rillaru ist natürlich auch noch sehr cool. Scherz. Was sind so eure Lieblingscharaktere aus dem Crash-Universum?
Oder eure Lieblingsgegner, das wäre natürlich auch mal interessant. Den Gegner müsste ich nachdenken. Also die Ziegen hier sind auf jeden Fall sehr süß. Den Gegnern. Das erste Mal in diesem Spiel haben wir den Superman. Ja, ist schon das Böse. Das böse, böse Bonuslevel. Gibt's hier eigentlich Eis? In dem Spiel? So Eis, so wie die Eislevel im zweiten Teil? Nee, ne? Also sowas Rutschiges. Ich glaube nicht. Weil das Eis im zweiten Teil des Remakes hat mir sehr gut gefallen. Das sah so schön aus. Das hat genauso die gleiche Spiegel... Spiegelfunktion nenne ich es mal, also so wie das halt spiegelt, wie die schönen Kristalle. Nee, gibt es nicht, aber da bin ich mir auch nur zu 95% sicher. Okay. Ja, auf jeden Fall, das Eis sieht halt von der Spiegelung ähnlich aus wie die Kristalle, die es gibt. Ja, da ist er wieder. Mal bei Etsy gucken, ob es eine Lampe da draus gibt. Halt so eine Lampe, die man sich irgendwo hinstellen kann. Dass irgendjemand gebastelt hat aus irgendwas. Oder dass man sich das irgendwie nachbasteln kann.